Willkommen zurück zu Devil May Cry 4 Part 8, wenn ich mich nicht komplett falsch liege, mit mir, eure Lapis. Ja, also beim letzten Mal haben wir hier bei dieser Buster-Mission ein bisschen, oder ich ein bisschen abgelost. Ich probiere es jetzt nochmal, ich habe jetzt gerade im Internet nachgelesen, was das ist. Zu anderen, was bis jetzt passiert ist, haben wir die Anima Mercury eingesetzt, schon ein paar Mal jetzt. Mit diesen Klingen. Wobei ich die ja eigentlich ziemlich unpraktisch finde. Also, meine eigene Meinung. Okay, dann schauen wir, ob wir das hinkriegen mit dem Buster. Also, die im Internet haben jetzt gesagt, da so ein Walljump machen. Nein, also irgendwie funktioniert es nicht so. Ich kann doch nicht mit in die hochspringen, oder? Warte mal, ich soll in der Ecke hochspringen? Aha, okay, nochmal. Geh mal in eine andere Ecke, komm so mit. Komm, 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 put, put, put. Irgendwie klappt das bei mir bloß einmal. Ja, okay. Das probieren wir besser nicht nochmal. Ich muss ja nicht jede geheime Mission. Aber ihr wisst, wie es gehen sollte. Große Halle. Ah! Jawohl. Schau mal, was das jetzt auslöst. Schau mal, eigentlich müssen wir den jetzt mitnehmen. Huhui!
Ich habe jetzt nämlich eine Idee. So. Ja, ich weiß, dass du nachher da hinkommst. Aber ich habe jetzt... Das mag jetzt vielleicht komisch klingen von meiner einen, aber ich habe eine Idee. Müssen mit dem da vorne das... Aber komm, es wäre doch sehr viel einfacher, wenn du es ein bisschen besser ausschubsen könntest. Aber jetzt habe ich ja eine Idee, wie ich hinten in den Spiegel reinkomme. So, jetzt stirb. Schauen wir mal, die beiden gleich mitnehmen können. Können wir Perspektive drehen? Herrlich. Ach, du kannst ja bloß uns aktiviert haben. Ja, okay. Fangen wir doch hin. So. Aber ich habe nur, dass wir schnell hinten den Spiegel aufmachen. Außer wenn ich wieder voll schlenke. Ich weiß, dass es jetzt da reingehört, aber hinten, ich habe es gerade gemerkt, dass man mit diesen Anima-Dingsbums einen Spiegel auch aufmachen kann. Und hinter dem anderen Spiegel ist ja nur der Gang. Ja. Das Ding ein bisschen besser lenken zu können, wäre schon ganz eine geile Erfindung. Okay. La la la.
Also anscheinend geht es. Geht es nicht. Okay. Dann gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ja, das Spiel ist natürlich, das ganze Aktion ist natürlich jetzt sehr Let's Play freundlich. Wir schlagen jetzt einen Metallblock eine halbe die Stunde durch die komplette Karte. Ja. Ich bin mir überlegen, ob ich irgendwie Specials mache. Wobei ich jetzt hier auch, wenn er das ansieht, meinen zweiten Abonnenten sehr herzlich begrüße. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß auch nicht, ob du meine Videos anguckst, aber vielen Dank für das Abo. Beim einen, das weiß ich, ich habe zwei Abonnenten. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video aufnehme. Sei es, dass bis dahin vielleicht weniger sind oder mehr. Mehr wäre natürlich schon geil, aber gut. Jawohl. Die drei Statuen über den Platten glitzern. Herrlich. Es ist nur noch ein Platz frei. Ja, ja, ich weiß auch, wo der steht. Aber, ja, ich bedanke mich sehr herzlich für das Abo. Auch für das von Element. Natürlich. Ja. So, jetzt bügeln wir den halt zurück. Und was kann ich noch nebenbei erzählen? Aber das ist, dass ich es echt zum finde, dass diese Soundoptionen immer so laut sind. Aber es, ihr kriegt es davon ja hoffentlich dann nachher nicht so mit, weil ich werde den Spielsound separat nochmal leiser drehen. Krieg nur ich hier in den Tinnitus und einen Gehörschaden. Yeah! Und nochmal schlagen! Yeah! Den Part nehmen wir das ewige Metallkloppen. Oder Reisen mit schwerem Gepäck. Doch, ich glaube Reisen mit schwerem Gepäck. Also mir fällt bis dahin noch andere Schwachsinn ein. Okay, listen. Mach hoch die Tür. Oh, ein grünes Köpfchen. Komplett der große böse Endgegner. Ach ja! Jetzt wo ich die Stöhnen höre. Uns ist letztens Gloria begegnet. Die Semi-Professionelle vom Orden. Ihr wisst schon, dass wir hier in unserer Zuflucht sind. Okay. Okay, mit meiner Hand komme ich da jetzt nicht weiter. Halleluja! Der ist so cool. Der Gründe. Oh oh. Das war jetzt eine scheiß Idee, liebe Lapis direkt. Also. Mein Gott, wieso ist.
Okay. Können wir irgendwie einen Zombie-Stick gegen den hier werden so ist? Weg da, weg da, weg da! Oh. Okay, ich glaube, das verliere ich jetzt ganz eindeutig. Objekte. Pausenmenü. Es sollte, ich weiß nicht, ob es auch geht, dass du es im Kampf machst. Okay, das mit der Seitwärtsrolle sollte ich dringend üben. What's he fix? Kruzifix! Entschuldigung! Schnell, 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 schnell! Ah, jetzt kann ich endlich L einsetzen, das ist sehr super. Meine Brüder, das klingt wie die. Ich hole meine 5 Brüder und dann hauen wir dich zu Brei. Genauso klingt es.
Sorry, pal. We're closed. Okay. Rusalka-Leichnam. Teile des baumelnden Fühlers, den der Dämon Baelbe genutzt hat. Wer ihn aufnimmt, findet eine neue Quelle der Kraft. Was mit Story? Oh, Mission abgeschlossen. Okay. Da haben wir gleich speichern. Also eigentlich wollte ich speichern. B zurück. Nein. Danke. Nein. Speichern, laden. Speichern. Okay. Jo. Dann würde ich sagen, beenden wir mal den Part und starten dann frisch, fromm, fröhlich, frei in den Part 5 hinterher. Oh, das Bild gefällt mir schon wieder gar nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich habe ganz böse Befürchtungen. Naja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde das mit der Seitwärtsrolle noch üben, ganz sicher. Damit wir dann die Dämonen besser besiegen können. Und ich werde auf alle Fälle noch mehr Heilsteine kaufen müssen. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss, eure Lapis.